einfach eins der besten Essen, die ich auch in meinem Leben gegessen habe. Mach dich gefasst, Rosin. Holle 21614 is coming. Moin, ihr Lieben, und schön, dass ihr im Start seid zum neuen Video. Kurz und knapp, wir werden heute den Melzer auf Herz und Nieren testen. Wir sind bei der Bullerei hier, mitten an der Schanze, und wir werden uns durchsnacken. Ich werde euch sagen, ich habe ja inzwischen jetzt gute Erfahrung, auch was wirklich gute Restaurants angeht. Also der Melzer stellt sich meiner Kritik, er hat die Eier. Wer nicht die Eier hat, ist der Frank Rosin. Ich habe da ein bisschen angetestet, die wollen aktuell nicht. Das finde ich wirklich schwach, weil gerade der Rosin ist sehr hart mit den Leuten. Einer, der durch ganz Deutschland reist und die Leute wirklich richtig hart vom Kopf stößt. Richtig gemein teilweise, wie ich finde. Und so einer sollte die Eier haben, sich meiner Kritik zu stellen. Und ich bin da gerade dran, ich glaube, ich brauche einen Rechtsschutz. Aber das ist eine harte Mission, wirklich kritisch und für mich nicht ganz, sage ich mal, ohne. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann mache ich das. Ich finde einen Weg, holle undercover irgendwas. Ballert mir die Kommentare auf 50-Euro-Gutschein für immer. Random irgendeinen Kommentar pinne ich an. Und jetzt nehmen wir den Melzer auseinander. Da ist aber nicht ganz sauber die Linse. Wie schaffe ich das immer? Wie auch immer. Ich war ja schon einmal hier, habe den Burger getestet. Letztes Mal hat er nicht eingekackt. Quali war heftig, aber Salz vergessen. Komplett. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Wir werden die Karte auseinandernehmen. Ahmed hat mir schon geschickt die Karte, hat gesagt, guck mal rein. Ich, nein. Wir müssen das spontan auf Kamera haben. Wir werden heute ein Zeichen setzen. Nein, ich glaube, scheiße, was für ein Zeichen. Aber wir werden da jetzt reinmarschieren. Ich bin sehr gespannt. Nach ihm? Guck mal, Leute, der hat Lorbeer hier sogar vorne, glaube ich. Entweder bin ich komplett dumm. Ich bin komplett dumm. Das müssen wir rausschneiden. Hat er hier Minze? Das ist Minze. Dann wird das da drüben auch Lorbeer sein. Hier. Ja, das ist kein Lorbeer. Oh, nicht, dass ich Scheiße reinkriege. Wir werden hier gleich empfangen vom netten jungen Mann. Grüß dich, mein Lieber. Moin. Würdest du sagen, das ist ein Zeichen für ein gutes Restaurant, dass man erstmal auch empfangen wird von einer Person? Oder? Definitiv. Ist auch manchmal so, dass ich jetzt noch ein Säckchen kriege oder einen kleinen Saft oder so? Aber nicht automatisch, ne? Nicht automatisch. Geil, okay, ich danke dir schon mal, ne? Sehr gerne. Also Leute, wir akklimatisieren langsam. Haben uns hier schon warm gemacht mit dem Personal. Hier ist hier Alex auch. Moin Alex, grüß dich. Der ist der Social Media Angestellte hier. Ahmed wirbelt hier gerade noch. Wir sind gerade in Drehvorbereitung quasi. Alex, wir nehmen euch heute ein bisschen aufs Korn, wollte ich gerade sagen. Das wäre ja falsch gesagt, weil wir möchten natürlich eine faire Bewertung abgeben von eurem Restaurant. Skala 1 bis 10. Was denkst du, könnte so die Gesamtbewertung von mir für euer Restaurant so abschneiden? 10? Also, Sonja macht das. Sonja? Ja. Ja? Sieht gut aus, Sonja? Frank, hier, wenn ich gefilmt werden, er ist ein bisschen schüchtern. Er dachte auch, wir beide wären ein homosexuelles Pärchen, Ahmed und ich. Nein. Romantisches Dinner, wenn wir hier führen, hier draußen ist geil. Der Wind säuselt durch meine Haare durch. Irgendwie ist so gefühlt wie bei meinem ersten Date. Ich lasse mir das schmecken. Ich fühle mich schon wieder komplett rein in die ganze Sache, wie ihr merkt. Bin heiß. Das ist wieder so ein Boxkampf-Feeling heute, Ahmed. Ich krieg richtig Gänsehaut. Richtig gut. Ja. Weißt du warum? Wir sind richtig gute Arbeiter. Du bist auch ein guter Arbeiter. Jetzt geht es einmal ganz kurz in die Küche, Vorgeschmack, und da kriegen wir die Karten. Also Leute, wir sind am Start, jetzt in der Küche hier. Ich muss ein bisschen lauter reden. Man sieht gleich hier an den Köchen und so. Also wirklich, wenn du hier reingehst, das sind nicht so ein paar Penner von der Straße, wie es manchmal ist, sondern das sind richtig schnieke Typen hier. Schnieke? Ja, ja, danke schön. Den Melzer würdig, den Melzer würdig. Oh, wir kriegen jetzt die Karten, das Feeling hier echt geil. Hier noch mit den Lichtern oben und so. Das kann man machen, Ahmed, ne? Gute Stühle. Gute Sehr Stühle. Gute Stühle, ja. Weil für Breitarsch Antilopen in mir ist das ganz geil. Ja. Flugzeug letztens war kritisch, sagst du, ne? Wo er zum Stuhl gegangen ist, zu seinem Sitz, und dann die Frau oder so, die da sitzt, wird angeguckt, so, nein, nicht hier, bitte nicht. Dann sind die auf alle andere Plätze gekommen, weil die sich beschwert hatten. Und nicht beschwert, aber halt, ne, dass sie nicht konform ihren Sitz einnehmen können. So saßen die alle da. So, da kommt der Kollege hier. Moinsen. Also ihr könnt bestellen, was ihr wollt. Ich sage euch, was ich geil finde. Und das empfehle ich euch. Alles andere, ich will meine Leute bei mir in der Küche nicht beleidigen. Es gibt Sachen, die mir geschmacklich nicht so schmecken, aber das ist mein Geschmack, sage ich mal ganz ehrlich. Alles okay. Und was würdest du uns empfehlen? Wir sind ein Steakhouse. Ich würde einfach immer Richtung Steak gehen. Mhm. Wenn ihr Vorspeise wissen, was haben wollt, ich finde unser Aufentisch das geilste. Einfach eine Platte, da sind so ein paar unserer Vorspeisen mit drauf und könnt ihr so ein bisschen rumstapeln. Ich habe wirklich ganz selten Restaurants, die sich abheben, wo ich wirklich sage, boom, das ist heftig. Da muss nur das Fleisch stimmen, der Koch muss stimmen, da
das Fleisch auch an dem Tag, das kann ja jedes Mal mit jeder Bestellung wanken und schwanken. Absolut. Wir haben eine Hammerfleischqualität, müssen wir nicht drüber reden. Es kommt immer darauf an, was du gerne magst. Wenn ich jetzt irgendwas empfehle und du bist eher der mageres Fleisch isst, aber ich empfehle den Entrecot schön fettig. Ja, ja, muss. Dann müssen wir nicht drüber reden. Dann würdest du zum Beispiel das Entrecot nehmen, was bei uns echt top ist. Eigentlich. Ich glaube, das muss ich denn. So. Und wir werden jetzt so wie behandelt werden, wie jeder andere Gast. Ich, ich mache euch bei euch keine extra Wurst. Okay. Ich habe hier schon das Entrecot gefunden. 46 Euro, also 300 Gramm allerdings, okay. Ich weiß nicht, Leute, Mann. Oh. Ich würde eigentlich die ersten beiden schon sehr anschocken. Dann würde ich tatsächlich das Entrecot nehmen, Medium. Welche Soße dazu? Kannst du Nussbutter und diesen Meerrettich nehmen? Ich werde beides probieren. Mach mal so. Okay, kannst du alles merken? Ja, yeah. Okay, krass. Also schauen wir mal, was ankommt, ne? Ja. Will ich auf jeden Fall einmal den Stampf und die Mac and Cheese. Jawohl. Dann brauchen wir noch eine Hauptspeise mehr. Angelotti und das Entrecot. Vorweg. Das auf den Tisch. Auf den Tisch. Mac and Cheese, unser Stampf. Und dann die Pimientos Mayo noch dazu, Nussbutter und ein bisschen Meerrettich dabei. Ja, geil. Also es geht los jetzt mit der Vorspeise, Leute. Ich bin heiß wie Frittenfett. Tatar, Burrata, Überraschungsvorspeise, alles. Also so wie wir jetzt einsteigen, hier in das Essen, so steigt ihr, wenn ihr hier bestellt, auch ein, unter Umständen, wenn ihr das bestellt natürlich. Wie die hier arbeiten mit Pinzette. Das ist schon mal eine andere Nummer, was sowas angeht. Wir sind ja auch schließlich im 3-Sterne-Restaurant. Ihr habt aber keinen Stern, wie kommt das? Ach so, ja dann. Muss man sagen, wir gucken ja, wir machen den Vergleich. Ich muss immer gucken, günstig, muss passen. Und das ist halt so eine Küche, kostet etwas mehr, lohnt sich dieses mehr ausgeben, lohnt sich dieser Aufpreis. Vielleicht nur Optik oder stimmt der Geschmack auch? Das werde ich euch sagen. Noch französische Radieschen drauf. Französische Radieschen, hier höre ich alles Namen, Sachen. Das unterscheidet sich schon mal. Das hast du woanders. Ich feiere ich. Das richtige gefilmt. Ich habe auch gut gefilmt. Ich weiß nicht, was du. Geil, sehr gut. Denkst du, ich schaff das mitzunehmen? Scheiße. Nee, ich nach. Ich schwör. Oh, danke, danke, danke. Wir kommen gleich nochmal wieder. Für euch nochmal. Ach, der Alex kommt auch nochmal. Vielleicht von dir nochmal einmal kurz eine Übersicht und eine Ansage, was wir hier alles Schönes haben. Unverkennbar haben wir ein paar Oliven da. Das Ganze haben wir mit getrockneten Tomaten in Zitronensaft, Olivenöl, Salz, Pfeffer eingelegt. Dann haben wir einen Kaspressknödel mit etwas Gurkensalat oben drauf. Mit verschiedenen Käsesorten ist das. Ganz ne? Genau. Dann haben wir eine kleine Burratina. Das haben wir auf einem kleinen Erbsenpesto mit dabei. Dann habt ihr hier einmal unser hausgemachtes Beef Tartar aus der Rinderkeule. Das haben wir auf Walnuss-Ciabatta mit Liebstöckel-Mayonnaise, frittierten Kapern und Radieschen in Gastrik eingelegt. Und dann habt ihr hier unsere kleine Überraschungsvorspeise. Kalbstafelspitz, sous-vide gegart mit Rauchalmayonnaise, bisschen ausgebackene Kapern und ein kleines Tatin aus Kapern und Senfkaviar gemacht. Innen drin habt ihr ein Salz-Zitronen-Dashi, ein bisschen Kapernstaub außen rum. Das hört sich so krass an, als würdest du mich verarschen. Ey, ich hoffe, ey, ich hoffe, es schmeckt genauso. Keine Ahnung. Das ist komplett, wie er geredet hat. Taubenkot noch angereichert. Exakt, so. Schmeckt man aber nicht raus. Schmeckt gut. Vorspeise hier. Hier das Brot von dem berühmten Bäcker hier, kriegt ihr direkt von mir einmal ein Feedback aus der Hand. Dieser intensive Krusten-Brotgeschmack vom Landbrot, würde ich jetzt mal sagen, irgendwie, das flasht mich maximal. Ich versuche mich, weil wir sehr viele Gänge kriegen, einigermaßen kurz zu halten. Ich beiß da rein und es ist mir zu salzig. So, erstes. Leckere Gürkchen, ganz knackig, nicht viel gemacht, frisch, allerhöchstens vielleicht sogar ein bisschen Zucker drauf, aber nur minimal. Damals noch in der Schule gab es eine Teeküche, da wurde so ein genialer Käseauflauf in so einer Sahnesoße serviert. Da habt ihr so ein schönes Feeling von diesem Gratteurkäse, leicht angeröstet im Ofen. Das ist gar nicht, was mich so flasht. Was mich flasht, wann habe ich das letzte Mal diesen Geschmack gehabt? In der Teeküche, damals in der Schule. Das ist ewig her. Guck mal, außen habt ihr eine leichte Kruste noch. Dieses Video, sage ich euch so, wie es ist, schon jetzt. Ihr könnt das Video für mich abbrechen in meine Memoiren rein. Ganz lecker, wirklich absolut geil. 2 von 10, bin ich ehrlich. Kann ich nichts mit anfangen. Das ist 9,7. Einfach sehr heftig. Burrata, snack ich so weg. Ich kaufe mir einen schönen Burrata, snack den zu Hause weg. Mit Löwenzahnpesto.
werde ihn erstmal so nackt jetzt probieren. Ohne das Pesto. Guck mal, wenn man ihn aufschneidet. So cremig innen drin. Das ist ein feines, cremiges Ding. Nichts dran zu meckern. Löwenzahnpesto. Erster Geschmack, gewöhnungsbedürftig. Erinnert an Bärlauchpesto. Auch so eine leichte, bissige, bittere Note, die ich aber sehr feiere. Ich feiere den. Anders, außergewöhnlich. Schönes Öl-Essig-Dressing. Wildkräuter hat er hier, glaube ich, reingehauen. Ist auf jeden Fall viel Bitternote in den Salat. Die Industrie, die züchtet das raus, wenn die Leute es nicht essen wollen. Ist so gesund, ist so wichtig für den Körper. Muss man mögen. Wenn ihr das bestellt, müsst ihr Feinschmecker sein. Kannst du absolut gar nichts, aber mal gar nichts gegen sagen. Ist auch für mich eine 9,7. Jetzt, das ist mal was, Leute. Dieses Brot. Beißt in diese fluffige Wolke rein. Hat einen schönen Walnusskern da drin. Das ist so knusprig, das knackt. Nur dieses kurz vor angebrannt, aber perfekt. Ihr wisst einfach nicht, wo hinten und vorne ist, wenn ihr hier reinbeißt. Ganz ehrlich. Das ist für mich eine 9,8. Also eigentlich musst du einfach sagen, dass alles drei eine 9,8. Das ist einfach ganz krank. Ich sag dir ehrlich, Alex, ich dachte erst hier Scheiß ein, weil das war einfach nur salzig. Das finde ich, kann man nicht so bringen. Aber das hier, das ist einfach endlich. Ich habe jetzt die drei Sachen gegessen und ich werde jetzt weiter mit dem hier machen. Bisher habt ihr mich komplett von Socken gehauen. Freu dich mal da drauf. Bin gespannt. Bin Alex. Gleich nochmal, ich hole mir Feedback an. Okay, danke. Gerne. Danke dir. Ich kann euch nur eins sagen, es ist ein richtig schöner Tag für mich. Mich würde freuen, wenn ihr wirklich den Daumen oben reinknallt, weil ich will viel mehr sowas machen. Das Ding ist, es ist schwer für mich, das alles unter einen Hut zu kriegen. Auch noch Restaurants, so hohe, wollen sich immer nicht filmen lassen bei sich. Aber ich würde gerne sowas weitermachen, weil das flasht mich einfach so krass. Ich würde mich so über einen Daumen oben und einen Kommentar freuen, weil das ist für mich pure Leidenschaft. Und lasst mich eure Meinung in den Kommentaren auch dazu wissen. Die Mette haben die da drin, mit Sicherheit. Ganz kurzen Touch von Kai Perinha so. Aber ganz dezent, ganz hinten an, wenn der Melzer auf die Idee selber gekommen ist, Respekt. Ehrlich, eine 9,7. Einfach wirklich heftig. Kannst du ja anders sagen. Wir gehen jetzt zum Hauptgang, wir gehen zum Steak und zu, du hast eine Ravioli-Art, die werden wir uns reinballern. Ich würde sagen, let's go in die Küche. Bewertung, die ich nach 3,5 Jahren YouTube, ich glaube, zweimal rausgehauen habe. Ich habe zweimal in meinem Leben eine 9,7 rausgehauen. Ich habe den allen eine 9,8 gegeben. Das habe ich gesagt. Da kommt noch eine 10. Die sind heftig. Aber das Steak glaube ich nicht, weil Steak, das ist zu krank. Das glaube ich nicht, dass ihr da jetzt wirklich aufkommt. Gucken wir mal. Wir fetzen in die Küche. Danke dir erstmal. Kannst du gern stehen lassen, weil Ahmed wird sich gleich noch mal richtig daran vergreifen. Ahmed wird sich vergreifen am Essen, wie als er das erste Mal seine Freundin kennengelernt hat, ne Ahmed? Man muss aushalten. Aushalten. So, Runde 2, Leute. Jetzt nehmen wir das Entrecot auseinander. Und auch die Ravioli-Art hatten wir auch noch auf der Karte. Ja, genau. Das sieht wild hier aus alles, sag ich dir ehrlich. Ja, ne? Ganz heftig. Guck mal, wir kriegen eine Gazpacho. Eine kalte Suppe. Nebenbei zum Zeit überbrücken. Willst du Küchenchef hier? Nee. Ich bin Mädchen für alles hier. Ehrlich? Ja. Kannst du schmecken. Danke dir, danke dir. So, zum Wohl, Ahmed. Geil. Geil. Ich sehe das jetzt. Es wird wirklich hier über, ich wollte gerade sagen, offenem Feuer, aber da kommt richtig Hitze über dem Grill. Schön unser Steak. Boah, da kommt der gute Alex wieder. Geil, Alex, ihr Lieben. Lasst euch schmecken. Wir werden es uns schmecken lassen. Ich weiß echt nicht, wo ich anfangen soll. Ehrlich nicht. Guckt euch allein diese Nussbutter an, wie die aussieht. Ich hätte mit allen anfangen können. Ich muss jetzt hier vorne Spitze nehmen, weil ich auch Butter-Fan bin. Krass würzigen Touch. Da muss ich auch einmal loslegen. Pimientos waren das auch, ne? Pimientos. Kann man so wegballern. Also diese Dinger für mich absolut essbar. 7 von 10 für mich, die Pimientos. Jetzt kommt das wunderbare Entrecot. Dafür, wofür die Leute herfahren, dafür, wo man sagt, so Vorspeise hin oder her. Man fährt für den Hauptgang in der Regel hier. Sehr gut medium gebraten. Ich sage euch, was direkt raussteht, ist das Fett.
ist gutes Fett, schön präzise mit Salz gearbeitet. Du schmeckst das Fleisch noch nicht übersalzen, das haben sie sehr gut hingekriegt. Ich weiß nicht, ob sie es noch in Butter kurz einmal angebracht oder haben sie? Cool, dass du das sagst. Ja. Nachdem die es fertig hatten, hat er einen Pinsel mit Butter genommen und nochmal drüber gestrichen und dann serviert. Ich schwöre es euch, schmeckt man. Geil, dass ich diese Bestätigung habe. Hier diese kleinen Salzstücken. Das ist eine sehr geile Art, Steak zu salzen, weil du nicht dieses penetrante durchgehen hast, sondern immer so leichte Impulse. Schöne Rauchnote, eben durch die Flammen, die wirklich ans Fleisch gelangen. Auch. Ganz zart. Ich weiß nicht, dass viele Restaurants falsch machen, ob sie die schlechte Qualität kaufen oder dass es an den Skills mangelt. Ich werde wahrscheinlich Mix sein. 9,3. Und mit dieser ganz feinen, leichten Röstung, die nochmal knuspert von außen, die Meerrettichsoße ganz vergessen. Hätte ich nicht gemacht. Finde ich verunstaltet, das Steak. Nussbutter aber. Wollt mir dazu auch noch einmal. Das kann man machen. Das sollte man machen. Hat er das nochmal mit Butter beschmiert oben? Butter ist Koches bester Freund. Wäre ich ein Restaurant, hätte ich eine ganze Gefühltruhe voll Butter. Der Nussbutter ist auf jeden Fall nochmal ein Erlebnis. Würde ich mir dazu bestellen. Das hier interessiert mich auch sehr. Sowas wie Ravioli. So eine Blüten hier oben drauf. Blüten haben einen krassen Effekt, das hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Die sind so ein bisschen wie Radieschensprossen, haben so eine ganz scharfe, bissige Note. Wenn man nur eine isst, okay, wenn du denkst, du bist heftig und steckst dir ganz viele in den Mund, stirbst du. Schöne käsige Creme, Gorgonzola. Ihr habt die Pilze halt noch drunter. Also ganz unter uns, der Melz hat sich keine Knieschützer angezogen, um jetzt hier dieses Urteil zu kriegen. Zum Beispiel Mesh, das Fleisch war krank. Die Beilagen zum Beispiel haben eingeschissen. Aber hier, die Sachen sind einfach sehr stark, Mann. Das ist eine ganz starke Küche. Hier der Burger hat ja auch nicht ganz überzeugt, weil einfach Salz gefehlt hat. Ich werde gleich, glaube ich, da noch einmal reinbeißen. So eine Nachspeise einmal reinbeißen. Nachspeise im Burger. Ich muss einfach sagen, auch so eine 9,3 klassisch, knapp über 9 drüber, weil es einfach krank ist. Jetzt dieses Mac and Cheese. Guck mal, Leute. Habe ich noch nie gegessen. Bin ich ehrlich, nee. Okay. Ich kann das besser vergleichen. Scharf. Und das Zwiebeln ganz leicht geröstet. Und den Stampf musst du probieren. So, wir stampfen auf die Schnelle. Starker Stampf auch. Starke zwei Geschichten noch. Also mit Mac and Cheese hätte ich mit mehr intensiveren Käse noch gerechnet. Aber trotzdem die Schärfe und diese Röstzwiebeln ist trotzdem eine 8 für mich. Dem hier hätte ich auch eine 9 gegeben. Starke Angelegenheit. Ich werde noch einmal einen Burger rein snacken, den Nachtisch noch ganz schnell snacken. Das ist eine wilde Angelegenheit. Ahmed, was hast du eben zu den Oliven gesagt? Die sind wirklich sehr, sehr salzig. Kann man nicht machen eigentlich so, ne? Ich hab wieder eingeschissen. Gib noch mal einen kleinen Nachschlag jetzt für den kleinen Holle. Ahmed beißt hier gerade noch mal in den zweiten Tartar rein. Für mich, Leute. Das beste Brot, was ich je gegessen habe, glaube ich wirklich. Das beste meines Lebens. In der Kombi mit den Tartar einfach eins der besten Essen, der besten Bissen, der besten Geschmäcker, die ich auch in meinem Leben gegessen habe. Ganz wild. Den zubereitet haben, darf man den nicht schlecht bewerten. So viel Liebe habe ich lange keinen Burger mehr zubereitet. Also ehrlich. Brot auch schon, das sieht hier aus, knusprig und trotzdem mit Butter hier. Das besteht zu 80% aus Butter. Letztes Mal, ich habe glaube ich nur eine 7,4 gegeben letztes Mal, weil das Salz gefehlt hat, einfach komplett so. Aber das Bun war so heftig und so knusprig. Ich beiß es einfach einmal. Anders gemacht diesmal. Ich sag dir, die haben den Salz letztes Mal vergessen und das war kurz vor Schluss. Da ist nämlich jetzt noch ganz knackiges Gemüse drin. Auch ähnlich wie beim Steak, so ein Salz, aber ein feines Salz. Das ist diese feinen Kristalle, du merkst es. Magst du einmal von innen zeigen? Ja, sehr gut. Das hat so eine feine Soße da drauf tatsächlich. So ein liebliches, süßes Bun. Wisst ihr, warum ich den bestellt habe? Weil ich euch zumindest noch was geben wollte, was einscheißt. Aber es scheiße nicht. Einzige, was eingeschissen hat, sind tatsächlich diese Oliven. Weil mein Magen langt nur noch für Nachspeise. Ich habe im Mash das gleiche Problem gehabt. Da war ein Burger, wo ich gesagt habe, da langt es nach ganz oben. Der hier könnte wirklich sehr, sehr krass abschneiden. Auch so eine kranken, kleinen, sauren Gurken da drin. So geil. Ich habe wirklich echt keinen Hunger mehr. Love best friend, I'm your family.
kann ich euch keine Benotung geben jetzt, Mann. Dazu muss ich auch noch mal ein extra Video machen. Denn zusammen mit dem Mesh muss ich einfach mal ganz klar sagen, die ganzen Burgerläden, so wie Ottos und Dulfs. Dulfs wurde früher sehr gehypt, war früher auch krank. Die können gegen diesen Burger alle einpacken. Ich weiß nicht, wie ich das verpacke. Ich brauche 3 Videos die Woche. Scheiße, wir essen den Nachtisch. Ich sage eben zum Alex schon, das letzte Mal, als wir da waren, kurz vor knapp, die haben wirklich das Salz beim Burger einfach vergessen. Es war nichts drauf. Es muss einfach eingeschissen. Der ist wirklich, ist richtig. Der ist so, wie er sein sollte. Ja. Ist das Dry-Aged Beef? Das ist Dry, ja. Ja, ehrlich? Ja. Habe ich mir gedacht. Das habe ich geschmeckt. Habe das nicht gelesen in der Karte. Haben wir ja auch gar nicht gehabt, weil die Karte gerade gar nicht da ist. Exakt, exakt. Der Burger kam einfach nur so raus. Ja, stark, ja. Ey, danke, Mann, Alex, Mann. Ich komme mir vor wie ein Krieger nach der Schlacht. Der weiß aber, nächsten Tag geht's noch weiter. Ich muss meine Wunden kurieren. Aber den Nachtisch knall ich mir jetzt auch noch rein. Einmal nur ein Feedback an euch Jungs, ne? Ihr seid das heftigste Team, ich schwör's euch. Ehrlich? Der hat mich voll weggehauen. Heute war original von Hensler, ne? Ja, der hat alles einfliegen lassen. Der hat ihn einfliegen lassen, ja. Vakuumiert. Wer das bestellt, der ist am Arsch. Aber der Rest war ja alles top. Lieber guter Melzer. Sag mal ganz kurz, wie oft ist der Melzer noch selber hier? Also täglich. Also täglich? Von Montag bis Freitag echt täglich, wenn er nicht irgendwo dreht oder sowas, ist er wirklich, ist er echt hier. Was machst du dir zu? Was für die Schweine? Was ist da drin? Erdbeer. Erdbeer. Erdbeerschweine. Okay, geil. Erdbeer, danke. Auch zwischendrin, ich schwör's euch, irgendjemand schreit rum, bringt einen Joke. Richtig geile Stimmung da in der Küche. Ein guter Arbeiter. Bist du ein guter Arbeiter, Alex? Ich hoffe doch. Ich sag, du bist ein richtig guter Arbeiter. Ja, sehr guter. Einfach Welttag. Werde ich lange, lange in Erinnerung halten. Mein ganzes Leben wahrscheinlich. So Stimmung da in der Küche. Einfach genial. In diesem Moment danke ich euch so sehr, dass ich das machen darf. Und wirklich vom Herzen, ihr seid die Besten und die beste Community. Nie schlechte Nachricht. Fast nie, außer die kleinen Pisser. Aber ganz selten. Kuss. Krönender Abschluss. Stell dir vor, ihr wart geil essen. Bestellt euch einen Nachtisch. Auf einmal kommt das. Beste Leben. Kranke Kombination, wenn ich das ausgedacht habe. Leichten Crunch. Die Bitterschokolade. Ich sage euch, das ist so intensiv. Ich könnte wetten, 98% Kakao. Ich weiß es nicht. Muss man mögen, ne? Aber es hat diesen ganz harten Bittercharakter. Das in Kombi mit dieser Süße ist Endgegner. Diese Bitterschokolade ist manchmal so krank, dass sie irgendwas Fruchtiges mit sich bringt, wirklich. Da hätte man beinahe meinen können, die haben da noch Himbeer drauf gestreuselt oder sonst was. Fühl dich komplett. Ich schwör's dir. Oh, hab ich letztens genau das Ding gehabt. Ja, sagen wir mal so, diese Dulce Creme. Schmeckt wie Berthas Original zum Lutschen. Nur als Creme. Das ist nicht von dieser Welt. Ich könnte jetzt ein Video machen, nur über diese Nachspeise. 15 Minuten Video. Der Mürbeteig hier. Da freue ich mich sehr drauf. Ich liebe Mürbeteigkuchen auch. Schmeckt wie Weihnachten. Die Himbeere war die einzige Komponente, die nicht so geil war, weil die Himbeere nicht so geil war. Schönes Sorbet. Ja, für jeden was dabei. Ich bin Schoko-Fan. Wenn ich mir das hole, bin ich im siebten Himmel. Hier alles in Bananen-Style angelegt. Marinierte Banane sogar hier irgendwo dabei. Denn hier Erdnüsse noch. Tatsächlich noch stark in der Charakteristik von der Banane geprägt. Was ja bei Bananenbrot oft gar nicht so ist, weil so viele andere Komponenten sind. Diese Dulce-Creme, die kannst du pur essen. Kannst auch nur als Nachtisch bestellen, geht auch. Da können die Betten, haben sie Alkohol mit reingeballert. Sehr zitronig. Ist geil, leichte Bitternote, hat einfach Raffinesse. Aber nicht ganz hundertprozentig mein Ding. Banane, mariniert. Das kriegt eine 9 von mir, das kriegt eine 9,4. Das kriegt auch eine 9,7. Weltklasse Essen. Ihr könntet wetten, im Sterne-Restaurant kriegst du natürlich anders Essen. Vielleicht vom Level nochmal, vom Aufwand anders. Aber ein besseres wirst du, glaube ich, nicht kriegen. Ich bin einfach glücklich, hier gewesen zu sein. Und es soll weitergehen mit diesen Gourmet-Sachen. Deshalb knallt mir die 20.000 Likes voll. Ich will zu Rosins. Ich werde auch so alles geben. Scheiß auf. Ich werde auch, gar nicht, das sage ich nicht. Ich muss zu Rosins gehen. Knallt mir die 20.000 voll. Ich werde alle Hebel in Bewegung setzen und zu nur den Undercover-Move bringen. Mach dich gefasst, Rosin. 2-1-2-4 is coming. 2-1-6-1-4. Das Ende war gut, Bruder. Das musst du nehmen.